So, dann geht's wieder weiter. Dann speichern wir mal noch diese Datei, die wir gerade erzeugt haben. Es wird auch oft gerne vergessen, dass die Arbeitsdatei einfach nicht gespeichert wird. Und wenn man danach was verändern will, hat man die Rohdaten nicht mehr. Also, dann sage ich Speichern unter. Hier steht schon wieder mein Dateiname von vorhin. Die heißt, jetzt hat es die Endung CRV. Das ist die CRV-Datei vom VK Pro. Das sind die Rohdaten, die sollte man immer speichern. So, jetzt starten wir mal unser WinPCNC, weil die Datei ist ja fertig. Kurz hier alles zu. WinPCNC. Dann haben wir hier unser WinPCNC. Da kann ich jetzt sagen, Datei öffnen. Unsere Datei liegt auf dem Desktop. Ich kann jetzt die DXF öffnen, das ist die Rohdatei aus dem CAD. Die will ich aber nicht, weil die ist noch in ihrer Urform. Kann man auch öffnen, aber mache ich normal so nicht. Wir öffnen jetzt diese NC-Datei hier. Video DXF CAD Daten.NC. So, und schon ist das Ganze da drin. Das Fenster brauche ich eigentlich nur zum Kontrollieren, was für ein Fräser ich verwendet habe oder für die Erstellung. Wenn man ein bisschen runter scrollt, sehe ich hier einen Schneider 4 mm. In dem Fall einfach zur Kontrolle, wenn man alte Daten hat, wo man irgendwann mal gemacht hat, dann weiß man oft nicht mehr, mit welchem Fräser die Daten generiert wurden. Kann man dann nachlesen. So. Jetzt können wir das hier uns angucken und dann auch direkt fräsen. Zuvor müssen wir jetzt noch eine Referenzfahrt machen. Kann ich jetzt nicht, weil ich habe keine Maschine an diesem Rechner. Wir gucken uns mal kurz an. Das hier ist der Maschinenbereich, wo wir normalerweise haben. Jetzt nehmen wir mal an, wir wollen dieses Teil nicht da unten in der Ecke fräsen, sondern mitten auf der Maschine. Dann sage ich, ich muss erst bisschen bescheißen. So, Ende. Das geht immer noch nicht. Also, ich kann keine Referenzfahrt machen, deswegen kann ich ein paar Funktionen nicht verwenden. Jetzt sage ich einfach mal speichern. Das hier, Ende. So, jetzt habe ich die Referenzfahrt umgangen. Ihr macht nochmal was, immer eine Referenzfahrt, ganz wichtig. So, wir wollen jetzt das Teil hier mitten in der Maschine haben. Das heißt, ich fahre mal die Maschine mit der Funktion hier. Maschine an Punkt fahren. Verwende ich gern. Maschine an Punkt fahren, weil es einfach schnell und einfach ist. So, jetzt fahren wir mal dahin mit der Maschine. Man sieht es am roten Punkt, dass es sich gerade bewegt. Und wenn sie da angekommen ist, bleibt sie stehen, genau. Und jetzt kann ich sagen, im Menü manuell fahren. Kann meine Position noch ein bisschen genauer anfahren, wie es halt braucht. Also Y, X und Z kann ich dann positionieren, wie ich es brauche. Und dann sage ich hier in diesem Menü speichern 0. X, Y, Z. So, dann hat er das verschoben und dann ist das Teil da. So. Und dann können wir das fräsen. Dann sage ich einfach Start oder Fahren Start oder einfach F3. Ja, die mault jetzt rum, weil keine Referenzfahrten so. Das ist alles jetzt nicht ganz korrekt. Die Meldung kommt normalerweise dann nicht mehr. So, sehe ich aber gleich noch ein Problem. Gut, dass wir das jetzt gleich gesehen haben.
Ich sage es hier mal Stopp, weil momentan sind die Z-Koordinaten invertiert bzw. falsch. Das muss man darauf achten beim WinPCNC, dass das einmal richtig eingestellt wird. Die Software merkt sich das normalerweise. So, in dem Fall, das Teil steht auf dem Kopf. Das heißt, die Maschine taucht erstmal ganz tief in den Tisch ein, macht richtig Kerben und fährt dann wieder hoch. Also Parameter, Datenformat, Z-Koordinaten invertieren. Da gibt es ein Video, da sind alle Einstellungen ein bisschen beschrieben von mir. Guckt euch das in Ruhe an. Jedenfalls hier muss bei mir immer der Haken drin sein. Das hängt davon ab, mit welcher Software die Daten generiert werden. Bei Vika Pro mit meinem Postprozessor muss der Haken immer drin sein. Bei anderen Softwaren, Fusion, ähnlich, Estelcam oder was auch immer, muss man probieren, wie rum der Haken sein muss. So rum oder andersrum. So, sichern. Okay. Jetzt sehen wir auch hier diese Näschen, sage ich mal, sind jetzt oberhalb. Das ist der Startpunkt, wo die Maschine hinfährt. So, jetzt haben wir wieder Start. Jetzt kommt wieder die Megameldung, die normal nicht kommt. So, Maschine fährt jetzt über das Werkstück und fängt an zu fräsen. So, im Großen und Ganzen war es das eigentlich schon mit dem ganzen Fräsdaten erstellen. Mehr ist es nicht. Egal was ihr macht, es ist immer der gleiche Weg. Im Großen und Ganzen. Es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, aber es ist immer der gleiche Weg. Okay, ich wünsche euch viel Spaß. Macht nicht zu viel Fräser kaputt. Und wenn ihr Fragen habt, ruft mich einfach an.